Jo, moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer Ankündigung bezüglich Änderungen auf diesem Kanal. Will ich was dazu sagen? Ich habe mir da jetzt kein Skript aufgeschrieben oder es auswendig gelernt. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, um was es gehen soll und warum. Ja, die Stichpunkte brauche ich, weil ich halt langsam vergesslich werde und so. Ist das die Einkaufszettel von meiner Frau, wenn die mich einkaufen schickt, brauche ich immer einen Einkaufszettel, weil das, was sie sich wünscht, würde ich so nie kaufen. Wenn ich in die Kaufhalle gehe, habe ich meinen Standardkram, den ich kaufe und weiß, wo der steht. Wenn ich für sie was holen soll, dann hätte ich es schon bei der Suche nach dem Zeug unterwegs vergessen. Aber egal, ich schweife schon wieder ab. So, Änderungen auf diesem Kanal. Ja, meine Idee am Anfang war Abwechslung, abwechslungsreich Videos anzubieten, mal dies, mal das. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich vom Sternzeichen Zwilling bin und Zwillinge nun mal die Abwechslung lieben. Aber dieses, ja, ich will es mal Multigaming-Channel-Experiment, ist leider gescheitert, würde ich mal so sagen. Und von daher habe ich mir mal so Gedanken gemacht. Und man sagt ja auch, dass sowas halt echt schwer ist und man nicht wirklich eine Gruppe anspricht, sondern mal die Battlefield-Gruppe oder die Tarkov-Gruppe oder die Hand-Showdown-Gruppe. Ich habe es versucht und muss erkennen, dass es irgendwie nicht klappt bei mir. Und ja, von daher muss ich jetzt meine Kräfte konzentrieren auf einen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt wird nun Escape from Tarkov sein, weil ich gesehen habe, dass die Klicks auf diese Videos für meine Verhältnisse besser sind als auf die anderen Videos. Hand Showdown, was ich eigentlich von Anfang an auf diesem Kanal gezeigt hatte, bin ich etwas enttäuscht, ist nie wirklich in Fahrt gekommen. Von daher fällt dann die Entscheidung dann doch auf Escape from Tarkov. Und ja, der ausschlaggebende Punkt war auch ein Kommentar von Christopher, der meinte, ja, zu meinem letzten Hand Showdown Videos, aber das ist doch ein altes Video. Naja, es war auch ein altes Video, das war von dem Halloween Event. Die Sache ist nun die, ich komme einfach nicht mehr nach mit dem Schneiden der Videos. Ich zocke, nehme das auf und wie gesagt, zocke ich Battlefield, dann zocke ich Hand Showdown, Escape from Tarkov, COD und ich komme halt nicht mehr hinterher und mir fehlt auch die Zeit sozusagen dazu. Ich muss ja nebenbei, das heißt nebenbei, also hauptberuflich arbeiten gehen, habe noch Familie, Haus und Hof und bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich werde jetzt 50 in diesem Jahr und muss meine Kräfte etwas einteilen. Und seit 3 Monaten habe ich halt auch Probleme im Magen-Darm-Bereich. Ich hoffe, dass das nur stressbedingt ist. War am Anfang des Jahres mal beim Arzt, hat mir eine Diät verschrieben sozusagen und hat irgendwie bisher nicht wirklich viel gebracht. Ich hoffe, dass sich jetzt durch diese Entscheidung etwas Wind aus meinem stressigen Leben nehme, weil es doch ganz schön anstrengend ist, jeden Tag ein Video hochzuladen und es echt mit Arbeit verbunden ist, die man von seiner knappen messenden Freizeit noch abzwacken muss. Und es zerrt schon ganz schön an meinen Nerven. Und ja, und dann ist es ja auch so, dass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Resonanz dann halt nicht da ist. Nach jetzt über 2 Jahren auf YouTube komme ich irgendwie nicht richtig in Fahrt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht bin ich auch zu alt für den ganzen Scheiß oder so. Man weiß es halt nicht. Da will ich jetzt erstmal
eine andere Schiene gehen, gucken, ob das was bringt. Auf jeden Fall denke ich und hoffe ich, dass es mir etwas Stress nimmt. Ich habe hier 3 externe Festplatten stehen, wobei die eine mit 8 Terabyte schon voll ist und die andere habe ich mir jetzt neu zugelegt. Ja, hoffe, dass das was bringt. Für mich jetzt gesundheitlich gesehen und auch, dass ich es schaffe, irgendwie doch eine kleine Community aufzubauen. Wir werden sehen, was es bringt. So, was wollte ich euch noch sagen? Ich muss mal kurz gucken. Ja, genau. Das ist es ja. Also Aufwand und Nutzen sind halt momentan halt stehen in keinem Verhältnis und wie gesagt, die Resonanz von euch sozusagen ist auch sehr verhalten, da ich ja nicht von YouTube lebe und was auch okay ist. Ich mache das ja auch gern und habe viel Spaß gehabt mit den Videos. Aber es ist doch schön, wenn du dann doch mal ein Like kriegst oder ein Abo oder jemanden einen Kommentar teilst. Das ist Motivation für mich. Das gibt mir Kraft, weiterzumachen und weiterhin Spaß zu haben an den Sachen, die ich mache. Und ich will nicht diesen Spaß verlieren sozusagen, weil ich glaube, das merkt man dann auch im Video selbst, wenn ich keinen Spaß habe an der Sache, wenn ich es lustlos schneide. Ich versuche ja, mich immer zu verbessern und ich denke mal, das habe ich auch relativ gut geschafft, wenn man sich die ersten Videos anguckt, die ersten Thumbnails. Das Audio am Anfang war furchtbar. Also es fand schon Entwicklung statt und bin ich auch ein bisschen stolz drauf, da noch relativ wenigstens halbwegs mithalten zu können. Ja, jetzt dieses Experiment Escape from Tarkov, wie gesagt. Bin gespannt. Würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören. Tipps vielleicht, was ich falsch gemacht habe, was ich vielleicht besser machen könnte. Ihr seid es doch, die mir sozusagen den Wind unter den Flügeln. Ihr seid der Wind unter den Flügeln sozusagen. Und ja, das. Ich höre ja auf euch, ja, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt, lese ich mir das durch und versuche mir das zu Herzen zu nehmen und auch entsprechend darauf zu reagieren. Ja, das war's eigentlich soweit. Wollen wir kurz die Stichpunkte durchlesen, bla 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 bla. Ja, gut, ja, doch alles gesagt und ja, dann wünsche ich euch heute Sonntag, wünsche ich euch noch ein schönen Sonntag, obwohl es Quatsch ist, weil das Video morgen hochkommt, also Montag, wünsche ich euch mal eine schöne Woche und bleibt gesund und habt Spaß am Leben. Bis dahin, tschüssi.